Herzlich willkommen zur nächsten Episode von Gabriel Knight 1. Wir haben in der letzten Episode einiges getan, aber vor allem haben wir diese Madame Casnox, Castrox, Kablabla ausfindig gemacht und werden es jetzt zu ihr begeben. Oh, sieht ja wirklich beschaulich und bodenständig aus, muss ich schon sagen. Ein Kommentar vom lieben Gabriel zu diesem Haus. Gabriel stands at the door of an old quarter residence. The neighborhood is a little shabby, but this particular building is freshly painted. Okay, was sagen unsere Extras? Ah, hier ein Vorher-Nachher-Bild. Da hat sich einiges getan, muss ich sagen. Und hier ist Gabriel als Priester verkleidet. Das könnte ein unbewusst gegebener Hinweis sein, wie wir jetzt bei der Dame vorgehen sollen oder reinkommen ins Haus. Und hier ist schon wieder ein Interview, was ich mir jetzt aber nicht anhören werde, sondern ich werde gleich versuchen, mir Zutritt zu verschaffen. Yes, who is it? Reden wir gleich direkt mal auf die Artikel an. Hi, I'm doing an article on voodoo, and I heard that you are... I'm a good Catholic, young man. Take your evil influence elsewhere. But I just have a few questions. I can feel the evil eye. Go away! Yep, das hatte ich mir fast schon gedacht. Sie ist eine gute Katholikin. Das heißt, so wie uns dieser Hinweis oder dieses Bild gerade gespoilert hat, werden wir uns wohl oder übel als Priester verkleiden müssen. Und wo findet man das nötige Equipment eher als in einer Kirche? Und wir können jetzt tatsächlich rein. Sollen wir jetzt durch den Beichtstuhl durch den Priester bestehlen oder... keine Ahnung, was das jetzt sein soll. There's a knothole about the size of a quarter in the wood paneling on that wall. Okay. The knothole doesn't seem to operate that way. Das heißt, wir sollten hier was reinstecken. Gabriel can't see a way to use that on the knothole. Okay, lassen wir das erstmal. Und schauen durchs Fenster. A meshed window provides access to the confessional from the priest's booth. May I help you, my child? Ich glaube, Gabriel hat die ein oder andere Sünde schon zu beichten. I'd like to make a confession. All right, if it'll make you feel better. Gut, was können wir beichten? Unsaubere Gedanken? Definitiv. Gespielte Streiche mit Mosley? Yep. Unbezahlte Assistentin? Hey, warum nicht? Egoismus? Ja, eine gesunde Portion hat, glaube ich, noch nicht geschadet. Generelle Entschuldigung? Naja, Weiberheld? Ja, definitiv Gabriel. Machen wir es mal den Spaß und beichten gleich mal alles. I've had impure thoughts about a woman I met. Impure thoughts? You mean thoughts of sexual relations? You could say that, but worse than what you mean. Worse? You mean extreme sexual relations? Well, not involving animals or anything. Oh, well. Perhaps we should just leave it at that. Pray for forgiveness and say 10 rosaries. Is there anything else? Okay, wir haben jetzt mal 10 Rosenkränze. Mal schauen, wie weit wir das rauftreiben können. I've done some pretty rotten things to my friend Mosley. Rotten? What do you mean? Practical jokes, insults, among other things. I see. Are you sorry? Well... Pray for forgiveness and say 3 rosaries. Is there anything else? 13 Rosenkränze. I haven't paid my assistant for 3 months. Have you had the money? Nope. Sounds like a matter for the courts, son, not the church. Is there anything else?
Some people say I'm a selfish person, Father. We can always strive to improve ourselves. Patterns can be broken. Yes. Thank you, Father. Is there anything else? Der Weiber hält vielleicht noch. I've had a lot of women, Father. A lot? More than 10? Yes, Father. More than 20? Yes, Father. More than 40? Yes, Father. Son, I don't think this is a matter for a priest. I think you need a good therapist. If we're counting therapists, then I'm up to at least, let's see, count of the one, and, this might take a while. My son, I'm afraid my lunch break is coming on about now. Pray for forgiveness and say 20 rosaries. Damit wären wir auf 23. On second thought, when you finish the math, say that many rosaries. Gabriel hears him leave the confessional. I should probably add one more rosary for that while I'm at it. I've been a bad boy. Yep, da könnte Gabriel, glaube ich, oder müsste lange beten. Also wir haben jetzt 23 Rosengrenze geschafft. I've always wondered how the other half lives. Was ist das schon? Eigentlich hätte ich jetzt gehofft, dass wir, keine Ahnung, hier das fehlende Objekt für unsere Priesterverkleidung finden, also diesen Kragen. Inside the box, Gabriel finds a priest collar and some oil used for blessing. Ich wollte ja jetzt schon gerade sagen, wenn man vom Teufel spricht, aber im Anbetracht dessen, wo wir gerade sind und was wir gerade machen, wäre es, glaube ich, nicht so gut, den mit ins Spiel zu bringen. You never know when a priest collar will come in handy. That oil is for holy purposes, not the sort of thing Gabriel would want to use it for. Massage, als Massageöl zweck entfremden, also das wäre wirklich frech und penetrant. Aber glaube, da ist Gabriel doch noch anständig genug, es nicht gleich zu tun. Aber wir haben jetzt alles, was wir für eine Priesterverkleidung benötigen, oder zumindest für die Verkleidung laut dem Bild. Nämlich, wir haben ein schwarzes Hemd und diesen Priesterkragen. Und wir werden jetzt den Kragen mit dem Hemd verwenden, was sogar funktioniert. Und jetzt benutzen wir mal das Hemd mit Gabriel. This disguise is almost ready. I hate to say it, but I need to style my hair to be more respectable. Okay, wir müssen uns die Haare machen. Dann versuchen wir es mal mit dem Haargel. I don't think hair gel alone is going to convince her I'm the respectable type. Okay, was könnten wir noch brauchen? Oder kombinieren wir das mal mit der Verkleidung hier? Dem Schleier vielleicht? Nö. Also ernsthaft, was könnten wir jetzt noch dazu nehmen? It looks like my priest outfit is complete. Aha, das war's. Wir mussten noch die beiden Sachen miteinander kombinieren. Alright, but this is private. Ja. Das dürfte dann wohl einer von Gabriels Tiefpunkten sein. Yes, who is it? Gut, also wir geben es aus. Wie wär's mit Father McLaughlin? It's Father McLaughlin to see you. Father McLaughlin, you say? You must be new in the parish. I'm so pleased to meet you, Father. Do come in. Thank you, my child. Please be seated, Father. Thank you. Now, what can I do for you?
Zuerst mal hier schauen, was es an Infos gibt. Ein Bild, wie man sich das Ganze vorgestellt hat. Natürlich wieder vorher, nachher. Und ein paar Modelle der guten Dame. So, was gibt es denn hier zu entdecken? Interessant. Father McLaughlin would never steal from one of his flock. Das ist richtig. Also reden wir einfach mal direkt mit ihr. Nice doggy. Good Castro. Reden wir mal mit der Dame. Do you mind if I ask you a few questions, my child? Of course not, mon père. Oh, sogar das Bild ist anders und es schaut wirklich sehr, sehr konservativ aus. What can you tell me about voodoo? People think I'm just a foolish old woman, but I know the things they do. My family's been in New Orleans since 1750, so I know more than most. Voodoo people are all over the city, in the shops, everywhere. They'll curse you like that, and most people don't even notice. Spit on your bread at the bakery. Take strands of your hair at the store when you try on clothes. Oh, you have to be so careful. But I know their ways, so I can protect myself. I know how to use the magic too, and I can counteract their evil spells. Uh-huh. Tell me more about voodoo in New Orleans. It's just plain evil. It's dangerous to even discuss it. What do you know about the voodoo murders? Voodoo murders? Ah, they are nothing new to me, Fazia. They happen all the time. I hardly go out anymore. It's too dangerous in the streets. They can get you anywhere, you know. Even here, in this room. But I try not to let them know about me. That's the best way. Verstehe, verstehe. Was weiß die Gute über Schlangen? Do you know anything about snakes? Snakes? They're evil creatures. Did you know that evil people can send them into your dreams? They can! That's why I never sleep. Right, thanks. Gut, die Dame ist ein wenig paranoid. Oder extrem paranoid, besser gesagt. Egal, hier reden wir mal über Capricans Chor. Das hieß ja Menschenopfer. Do you have any idea what Capri San Cor means? Maybe. I know. I bet you do not know, Fazer, n'est-ce pas? Natürlich wissen wir, was das heißt. Es heißt Ziege ohne Hörner. It means goat without horns. Fazer, you surprise me. You do know what it means. You know what they mean by goat without horns, don't you? A human being. That's right. Slit your throat, cut out your heart. Pure evil murder. Aha. Die alte Dame erzählt uns etwas über Menschenopfer. Ja, makaber, Leute. Makaber. Do you know anything about human sacrifice here in New Orleans? Well, my great-grandma there could tell stories. She saw it. People say that sort of thing wasn't done in New Orleans. But the real voodoo queens did it. Oh, yes. Echte Voodoo-Königinnen. Okay. Erzähl mir mehr darüber. Who are the real voodoo queens? Well, my great-grandmother told me that Lavoe was just the one. A flamboyant decoy. She distracted authorities from the real voodoo queen of New Orleans. It's been the same one for almost 200 years. She's head of a secret voodoo enfant. That's what they call their temples, you know. It's so secret, most of the voodoo people in the city don't even know about it. The real voodoo queen controlled Lavoe, gave her a little bit of power, and used her like a puppet. Ja, okay, das ist ja gut und schön, diese Verschwörungstheorie. Aber ich hätte gerne Fakten, Namen, Orte und. Tell me more about this secret voodoo hound for. Well, I've never seen it. I wouldn't go near it if you paid me. But it's here in New Orleans, I guarantee it. I hear their drums at night, oh yes. That's why I'm so ill, I tell you, those drums.
But we shouldn't talk about it. They'll hear us. It's the devil's work that happens there, I can tell you. I'll show you something. Something secret. You mustn't tell anyone, Father. I swear on my collar. Here it is, mon père. A true object of evil, if ever there was one. It radiates something, all right. It belonged to my great-grandmother. She told my mother that it was a token to gain entrance to the real voodoo ceremonies. You don't say. To tell you the truth, I've always felt nervous about having it in the house. You know, evil influence and all. I can see how you would, yes. And yet, I could never part with it. It's been in the family for generations. Would you bless it for me, Father? I feel strange asking such a thing of you, but surely you understand. Bless this bracelet of a snake. Even though its vibes aren't great, let it do nobody harm when they wear it on their arm. Voodoo spirits, go away. Don't come back another day. And now let us pray. Gut, das ist jetzt, glaube ich, der Zeitpunkt, wo wir etwas damit tun können. Und vielleicht können wir ja einen Tonabdruck davon machen. Gabriel has a thought about the clay. Bless, oh bless, this circlet of silver. Take the curse, oh take it, Wilbur. A lovely blessing, mon père. Yes, I think it made a lasting impression. Here you go. I feel so much better now. Ja, wir nehmen hier oder betrügen hier eine alte, ich möchte jetzt nicht sagen unschuldig, sagen wir merkwürdige Dame. Und ich glaube, wir können mal rausgehen. Au revoir, zur Not adieu, mon père. Kommt Priester Gabriel eben nochmal und macht einen Hausbesuch. I'm not going back on the street looking like this. Ja, ich würde jetzt auch sagen, wir fahren mal zu Grace zurück. Und it's getting late. Gabriel decides to go home for the day. Okay, das hatte ich eigentlich auch vor. Aber hallo, wer kommt denn da? I'm going inside. Oh, I'm afraid St. George's is closed for the day. I'm not a customer. I'm here to see the owner. Why don't you just leave your name and number with me, and I'll tell him you stopped by. Listen, if Gabriel is here, he'll want to see me. Is he? Here? I really couldn't say for certain, but in the morning... Gracie, say goodnight. Da scheint unsere liebe Grace ein wenig angepisst zu sein. Will sie den guten Gabriel vielleicht für sich selbst? You came. Wer weiß. I didn't think you would. I didn't think I would either. Your eyes. I could show you around a little. It's not much, but... Please don't. I couldn't focus on much of anything right now. Yeah, I know. God, what is it about you? Just shut up and kiss me. So Leute, das war's dann auch schon wieder leider für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid, wenn es mit Gabriel Knight Sins of the Fathers weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn es so wäre. Und ja, dann bleibt mir an sich nur noch das allgemeine Endcard-Blabla von mir zu geben. Wenn es euch gefallen hat, wäre ein Daumen hoch wunderbar. Ein Kommentar, was euch nicht gefallen hat oder was ich besser machen könnte, wäre auch ganz toll. Oder Lob. Lob ist immer gut, da freue ich mich jedes Mal drüber. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von mir, abonniert einfach den Kanal. Sonst noch irgendwas? Ja genau, ihr findet mich auch noch auf den gängigen sozialen Netzwerken, Facebook, Twitter und. Und ja, das wäre es im Großen und Ganzen.
Macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn ihr wieder einschaltet.